Hallo und herzlich willkommen auf der Dimitex zu unserem Vortrag von der Encom GmbH. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Vortrag. Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Sie haben in Ihrem Bedienpanel eine Rubrik namens Fragen. Wenn Sie Fragen zum Inhalt haben, dürfen Sie die da eintippen und wir versuchen sie dann möglichst während dem Vortrag zu beantworten. Falls uns das zeitlich nicht möglich ist, weise ich gleich mal darauf hin, dass die Encom einen tollen Stand auf unserer Messe hat und da ist ein Team für Sie da, das dann Fragen für Sie beantwortet. Jetzt übergebe ich gleich an Herrn Kuhnig und wünsche Ihnen viel Spaß beim Vortrag. Ja, vielen Dank für das Intro, Frau Reichertzer. Wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße Sie auch im Namen der Firma Encom herzlich willkommen bei unserem virtuellen Stand auf der Dimitex. Mein Name ist Patrick Kunig. Ich betreue von unserem Haus aus unsere Kunden im Mittelstand, was das Thema Elo anbelangt. Jetzt habe ich gerade hier eine technische Herausforderung. So, jetzt funktioniert es. Jetzt haben Sie auch ein Gesicht zu der Stimme. Wie gesagt, mein Name ist Patrick Kunig. Ich betreue unsere Mittelstandskunden mit dem Thema Elo als Account Manager. Ich werde Ihnen in den nächsten paar Minuten ein bisschen was vorstellen zu unserer Firma, wer wir sind, wo wir herkommen, was unsere Kernkompetenzen sind. Und danach werde ich das Wort übergeben an meinen Kollegen, den Herrn Geiser, der als Elo Consultant aus unserem Haus Ihnen dann einen spannenden Vortrag zum Thema Elo übermittelt. Ja, unsere Unternehmensgruppe besteht aus zwei Firmen. Die Firma Encom GmbH gibt es seit dem Jahr 2000 und 2018 haben wir noch unseren langjährigen IT-Partner, die Firma Wilsch IT Services aus dem Münchner Raum, übernommen. An der Stelle darf ich Sie auch zu unserem Firmenjubiläum, das wir dieses Jahr im Oktober, am 14. Oktober in der Buhlschen Mühle in Ettlingen feiern werden, im Namen unseres Geschäftsführers Alexander Kühn sehr herzlich einladen. Wir freuen uns, wenn wir da den einen oder anderen begrüßen dürfen. Infos zu der Veranstaltung finden Sie auch auf unserer Homepage, das ist www.n-com.de. Da können Sie eine Agenda mit den Programmpunkten herunterladen. Ja, die Firma Encom GmbH hat ihren Sitz in Karlsruhe. Wie eben erwähnt, sind wir seit 2000 auf dem Markt, haben damals mit 11 Mitarbeitern angefangen und unser Expertenteam, bestehend aus Consultants, Softwareentwicklern und IT-Spezialisten, ist mittlerweile auf stattliche 37 Personen gestiegen. Wir bedienen vom Fokus her aus Karlsruhe unsere Mittelstandskunden mit den Themen Dokumentenmanagementsystem über Elo, Modern Collaboration. Hier ist meine Kollegin Dianina Schmidt, die Sie auch auf dem Messestand sehen können. Unsere Spezialistin zum Thema Business Cloud hat gestern mein Kollege der Janusz Müller bereits einen spannenden Vortrag gehalten. Und unsere Kommunalkunden versorgen wir mit der E-Akte, auch über Elo natürlich. Die Firma Wilsch IT Services GmbH hat ihren Hauptsitz in der Münchner Gemeinde Grünwald. Die Firma gibt es seit 1994 und da arbeiten aktuell rund 7 Mitarbeiter für uns, bestehend aus Consultants, Technikern. Und von dort aus betreuen wir unsere Kunden mit den Themen IT-Wartung und IT-Monitoring. So, auf der nächsten Folie sehen Sie unsere Partnerschaften. Wie Sie hier deutlich erkennen können, haben wir in den einzelnen Bereichen nur die stärksten IT-Partner ausgewählt. Das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da eine enge Zusammenarbeit haben. Unser Geschäftsführer Alexander Kühn ist da sehr stark mit den Herstellern vernetzt.
Und das soll Ihnen als unser Kunde natürlich den Vorteil bringen, dass Sie immer auf dem aktuellsten Stand sind. Wir bekommen schon recht früh einen Ausblick, was aktuell ist bei den einzelnen Herstellern und haben eben durch die enge Vernetzung auch die Möglichkeit, schnelle Lösungen herbeizuführen. Unsere Referenzen aus dem Mittelstand sehen Sie jetzt hier einen kleinen Auszug. Das ist sehr, sehr branchenübergreifend, wie Sie erkennen können. Im Versicherungsbereich beispielsweise die Firma Hug Coburg, dann den Sportbekleidungshersteller VD, Unterwäsche von Schießer, Fressnapf, die Caracalla-Therme in Baden-Baden, Architekturbereich, die Firma Kohlbecker. Sie sehen also, dass wir hier einen sehr branchenübergreifenden Erfahrungsschatz haben. Somit können wir Sie auch unabhängig von Ihrer Branche, in der Sie zu Hause sind, von unserem Know-how profitieren lassen. Ja, das war's soweit schon mal von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie die gerne an uns natürlich stellen. Ansonsten würde ich jetzt gerne das Wort an meinen Kollegen Michael Geiser übergeben. Herr Geiser blickt auf 2 Jahrzehnte Elo-Erfahrung zurück. Mittlerweile ist eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet. Freuen Sie sich jetzt auf einen spannenden Elo-Vortrag. Vielen Dank. So, herzlichen Dank, Patrick Kunig, für deine einleitenden Worte. Unser Vortrag ist ja Digitalisierung mit Elo ECM. Entsprechend ist es natürlich erstmal ein kleines Stück auch unsere Aufgabe zu erläutern, was ist überhaupt Elo, wofür steht Elo, was ist das Elo ECM-System allgemein. Wir werden dann zwei Fokusthemen ganz kurz beleuchten in der Kürze der Zeit, soweit es eben möglich ist. Wir werden uns das Vertragsmanagement von Elo kurz anschauen und die Elo-Personalakte. Und zum Schluss werden wir uns eben kurz Ihren Fragen widmen. Die PowerPoint wird auch nicht allzu lange werden, das verspreche ich. Geht einfach nur darum, einen kleinen kurzen Überblick darüber zu geben, was ein Enterprise Content Management, wie es da richtigerweise heißt, ECM komplett macht. Elo selbst behauptet ja, sie haben den Ordner erfunden, weil Elo steht für elektronische Leitsordner. Sie hätten den Ordner erfunden. 1995 wurde das Ganze dann elektronisch. Ist ein inhabergeführtes Unternehmen, einer der führenden Hersteller in Deutschland für dieses Thema. Hat momentan über 700 Mitarbeiter, über 10.000 Kunden und über 1 Million Anwender. Das zeigt schon, dass das System weit verbreitet ist, auch branchenübergreifend. Und vor wenigen Jahren hat sich Elo als Hersteller überlegt, ja, es ist gut, eine DMS-ECM-Lösung zu machen, die alle wesentlichen Funktionen abbildet. Auch zur Prozessunterstützung durch eine integrierte Workflow-Engine eben einiges beiträgt. Was fehlt, sind vertikale Lösungen. Vertikale Lösungen heißt Lösungen, die im ganzen Haus unterstützen. Eben nicht nur das Anbinden von Drittsystemen, was wir hier sehen, wie ERP-Systeme, wie SAP, Microsoft Dynamics oder was Ihnen auch immer einfällt, CRM-Systemen und so weiter, Office-Programmen, Scan-Dokumenten und was Sie auch sonst so da sehen, als Thema haben, sondern man hat sich überlegt, wir richten sogenannte Business Solutions ein. Was sind Business Solutions? Das sind vorgefertigte, paketierte Lösungen, die man schnell installieren kann, die durch Konfiguration angepasst werden und die sicherstellen sollen, dass quasi Projekte mehr oder weniger am Standard stattfinden können. Das heißt, ich habe hier eine 80-90% Lösung, die vorgefertigt ausgeliefert wird und sehr schnell ins Laufen kommen kann. Welche dieser Lösungen gibt es da momentan auf dem Markt von Elo? Zum einen die E-Akte, die wir vorhin schon erwähnt haben, für den öffentlichen Bereich. Das Vertragsmanagement, was wir kurz sehen werden, deswegen ist auch FET. Es gibt eine Eingangsrechnungsbearbeitungslösung, also sprich fertige Eingangsrechnungsworkflows, die von Elo ausgeliefert werden. Es gibt ein Besuchermanagement, wenn Sie jetzt Besucher Ihr Haus betreten, dass eben die entsprechende Check-in und Check-out gemacht werden kann. Es gibt ein Wissensmanagement, was zum Beispiel auch eine Community beinhaltet, über die man kommunizieren kann. Wir werden die Personalakte betrachten heute. Und es gibt ein Bewerbermanagement mit einem eigenen Portal, was man eben entsprechend parallel zur Personalakte benutzen kann.
Momentan in Entwicklung ist ein Weiterbildungsmanagement, wo ich eben dann Online-Kurse und mein komplettes Weiterbildungsmanagement, meine Seminarverwaltung in-house verwalten kann. Gut, und jetzt gehen wir direkt rüber in die virtuelle Umgebung und schauen uns einfach mal an, was wir hier haben. Ich mache das jetzt auf Vollbild, damit wir da mittendrin sind. Ich habe da schon mal insofern was vorbereitet, dass ich einfach mal einen Elo-Client gestartet habe, den wir uns anschauen werden. Das ist der sogenannte Java-Client. Dieser Java-Client bietet eben alle Möglichkeiten, die ich für einen mächtigen Voll-Client brauche. Daneben bietet Elo in einer Multi-Client-Strategie ja schon seit vielen Jahren alternativ weitere Clients an, wie zum Beispiel einen Web-Client, einen Outlook-integrierten Client. Wir selbst haben als Notes Domino House auch Integrationen tief in Notes Domino geschaffen. Es gibt auch Möglichkeiten, das Groupwise-System zu konnektieren an der Stelle. Daneben gibt es einen Client, der sich DMS Desktop nennt, der eben zur Anbindung der Microsoft Office-Programme wie Word, Excel und PowerPoint dient, um eben Dokumente aus diesen Systemen in ein Elo-System zu bringen. Dieser Voll-Client ist aufgebaut, um mal kurz hier eine kleine kurze Einführung das Bedienkonzept dieses Elo-Clients zu geben. Und alle Elo-Clients, die ich gerade genannt habe, sind vom Bedienkonzept her ähnlich aufgebaut. Wir haben hier einmal eine Kachel-Optik als Schnelleinstiegspunkte in ein Elo-System, wo ich eben sehr schnell So, ich hoffe, man hört und sieht mich wieder. Warum auch immer ich da getrennt wurde. Ich höre Sie wieder, Herr Geiser. Okay, prima. Warum auch immer sich das automatisch beendet hat. Ich bin jetzt also, machen wir hier wieder Vollbild, damit es alles entsprechend hier richtig sieht. Ich denke, die Daten haben wir zuletzt gesehen, was wir da gemacht haben. Es geht darum, letztlich brauche ich für so einen Vertrag natürlich ein Fristenmanagement, so dass ich entsprechend hier eine Laufzeit festlegen kann, weil dann das meiste Geld kann ich in so einem Vertrag sparen, wenn ich eben die entsprechenden Fristen hinterlege. Zum einen natürlich einen Vertragsbeginn, sagen wir auch, das ist der erste, und eine Laufzeit, in dem Fall machen wir mal 3 Jahre. Und Sie sehen, er verrechnet automatisch das Vertragsende. Ich kann auch eine Verlängerungsdauer hinterlegen, kann eine Kündigungsfrist einlegen, das heißt, wie viele Monate vor Vertragsende muss ich kündigen, dann nehmen wir jetzt mal 3 Monate. Und ich kann eben nochmal, für mich wichtig, eine Wiedervorlagefrist vor der Kündigungsfrist definieren, wann ich denn nochmal daran erinnert werden will, dass ich jetzt prüfen muss, was ich da tun muss. Ebenfalls spannend, ich kann hier natürlich Vertragspartner hinterlegen. Ich kann auch, hier in der Lösung ist jetzt so, dass nur einer hinterlegt ist, aber ich kann das auch für mehrere Vertragspartner machen. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Kontakt aus meinen Kontakten, die ich hier im System hinterlegt habe. Kann hier noch einen Zahlungsplan hinterlegen. Das heißt, ich kann festlegen, wie, wo, was gezahlt werden muss. Also zum Beispiel Abschlussgebühr, die bekanntermaßen einmalig ist in der Regel. Die jetzt wollen wir zum ersten gleich bezahlen. Die kostet mich 20 Euro. Und dann habe ich eine monatliche Gebühr. So. Sagen wir mal, die startet auch ab dem 1.4. So, wird monatlich bezahlt. Sehen überall hier an der Stelle sind Stichwortlisten hinterlegt. Ich mache das jetzt auch für die 3 Jahre. Bis zum 1.4.2022 und dafür zahle ich meinetwegen jetzt 15 Euro. Und Sie sehen, er berechnet. Herr Geiser, Sie müssen kurz Ihre Bildschirmübertragung neu starten. Die ist bei uns hängen geblieben. Super. Okay. Dankeschön. Okay. Hauptsache, er hat sich nicht komplett verabschiedet. Nein, wir haben es noch gesehen, aber nicht Ihre neuen Sachen. Jetzt geht's wieder. Dankeschön. Okay, prima. Gut, also wie gesagt, Vertragspartner ausgewählt, Zahlungsplan hier gesetzt mit automatischer Berechnung. Entsprechend kann ich dann sagen, ich möchte diesen Vertrag anlegen.
So. Und habe den jetzt hier entsprechend bei meinem Vertragspartner unter den Verträgen Abonnement, Vertragspartner und dann eben hier entsprechend die einzelnen Verträge, die hierfür angelegt wurden. Und dieser Vertrag erhält automatisch eine Unterstruktur. Wir können uns das Formular dazu angucken, was jetzt auch dem Benutzer zur Verfügung steht, der auch das hierüber nochmal anpassen kann, anpflegen kann entsprechend, mit entsprechenden die Laufzeiten anpassen und so weiter. Dieser Vertrag wird noch an weiteren Stellen angezeigt. Das heißt, ich habe einmal hier meine Liste von Verträgen im System. Es gibt einmal dann nochmal eine Sicht nach Verträgen, also sprich eingehende Verträge, wo die entsprechenden eingehenden Verträge nach ihrer Berechtigung aufgelistet sind. Oder nach Fristen, nach Risikoeinstufung, nach Status. Also Fristen wäre zum Beispiel, dass ich eine Liste mit derjenigen Verträge bekomme, die eben zum Beispiel auslaufend sind, in 30 Tagen überfällig oder zu kündigen sind. Je nach Status eben entsprechend auch. Oder eben nach Zustand aktiv, inaktiv, gerade abgeschlossen. Ja. Oder eben kürzlich erstellte Verträge. Wie, da taucht da unser Vertrag nochmal auf. Gut. Ich habe jetzt eine Vielzahl von, sage ich jetzt mal, Freigabemöglichkeiten. Das heißt, ich kann hier im Prinzip von der Freigabe über die Verhandlung, den Vertragsabschluss, Verhandlungsabbruch, Einleitung der Kündigung, kann ich mir eben jetzt verschiedene Workflows starten. Ich möchte in dem Fall eine Freigabe einleiten. Ist ein relativ kleiner Workflow an der Stelle. Bitte den Vertrag freigeben. Ich mache das jetzt mal aus Bequemlichkeitsgründen, weil ich mich nicht an- und abmelden will für mich selbst. Und sage dann einfach, ich lasse etwas runterscrollen und den OK-Button sehe, das machen wir. Dann wird diese Freigabe jetzt für mich angelegt. Ich gehe in meinen Aufgabenbereich, mache da mal eine Aktualisierung. So, das ist der von heute. Ich mache das mal ein bisschen breiter, weil mich die Unterstruktur nicht erst interessiert. Das muss ich hier, rotes, wir erinnern uns, Pflichtfeld ist okay. Und dann sage ich, ich genehmige den. Um das mal im Schnellverfahren zu machen, aufgrund der Kürze der Zeit. Sie sehen, dieser Feed wurde entsprechend aktualisiert von dem, was wir jetzt in diesem Workflow getan haben. Und was man auch sieht, der Vertrag hat seine Farbe von schwarz auf einen leichten, bräunlichen Ton geändert. Das heißt, der ist jetzt prinzipiell freigegeben. Und auch die Statuswerte wurden entsprechend verändert. Was ich auch entsprechend machen kann, das zeige ich mal ganz kurz noch in der Übersichtlichkeit, bevor ich dann tatsächlich auf die Personalakte gehen will. Man kann auch für so einen Vertrag entsprechend, wir wissen ja, Originale müssen aufgehoben werden, beispielsweise ein Deckblatt erstellen. Wo ich dann eben auf die einzelnen, mir beispielsweise für meinen Ordner, wo das Original liegt, kann ich sagen, okay, da möchte ich ein Deckblatt haben. Ich zoome das mal ein bisschen kleiner, dann sieht man das schöner. Darum ein bisschen größer. Ja, wo man dann eben einen QR-Code drauf hat, wo man dann auch direkt an die Stelle im Archiv springt, wo das Ganze ist. Ich kann für das Thema auch entsprechend ein Etikett erstellen, ein Rückenetikett für so einen Ordner, den ich da auch hinterlegen kann. Ich kann direkt Dokumente erzeugen, was wir jetzt auch nochmal tun, ganz kurz. Wo ich dann sage, okay, ich möchte hier einen entsprechenden Musterdokument automatisiert befüllen mit Indexdaten. Okay, dann nehmen wir doch ein anderes Dokument. Und den Mustervertrag. Ne? Pfui. Okay, mag er jetzt gerade nicht, warum er das heute auch nicht mehr mag. Egal. Was ich auch habe, entsprechend sind die Möglichkeiten zu sagen, muss mal gucken, da hatte ich das hier drin. Was ich auch entsprechend hinterlegen kann, sind Berichte, wo ich eben Auswertungen fahren kann zum Zahlungsplan in Excel.
die ich dann auch entsprechend mit den Bordmitteln von Excel aktualisieren kann, wo ich halt eben alle Mittel von Excel zur Auswertung meiner Verträge habe. Ist natürlich auch nach Berechtigung. Er listet mir in einer solchen Liste natürlich nur Verträge auf die ich selber berechtigt bin. Genau das Gleiche, Übersichten von Verträgen, die ich eben auch im Zweifel extern zur Verfügung stellen kann. Auch ganz spannend an der Stelle ist natürlich auch die Geschichte, dass ich sämtliche Verträge, gilt für alle Business Solutions, gibt es Dashboards, wo ich eben mir Übersichten und Filtermöglichkeiten über alle Verträge habe. Und eben sagen kann, okay, zeigt mir alle Verträge an, die im Umlauf sind. Hier oben, da wo ein blauer Balken ist, das ist im Prinzip das, was aktiv ist. Wenn ich jetzt hier die Entwürfe rausmache, habe ich anschließend nur noch 11 Elemente in der Liste, wo ich dann auch direkt zum entsprechenden Vertrag springen kann und mir dann anschauen kann. Und mir das entsprechend hier auch die Details anschauen kann, die da dahinter stecken. Gut, das soll mal so als erster kleiner Einblick in das Thema Verträge reichen, weil ich habe mir vorgenommen, ich möchte auch ganz kurz noch die Personalakte zeigen. Funktioniert im Prinzip ähnlich, ist ähnlich aufgebaut. Diese Business Solutions denken alle recht gleich. Hier haben wir das speziell unseren Bereich Personalmanagement, wo ich dann eben auch unsere Personalakten habe. Kann natürlich mit einer führenden Lösung genauso wie das Vertragsmanagement auch gekoppelt werden. Wenn ich also hier so eine Personalakte habe, dann habe ich hier die Möglichkeit, auch Bilder zu hinterlegen. Ich kann entweder die Personalakte komplett hier im eDOM pflegen, wenn ich also kein führendes System hätte, wo ich die entsprechenden Daten hinterlegt habe. Alternativ kann ich diese Daten auch mir entsprechend im eLOS selbst pflegen. Also sprich Adressdaten, ja, zum Beispiel Monat. Und ähnliche Dinge, wenn ich das jetzt nicht aus einem führenden System bekomme, dann kann das natürlich dann entsprechend speichern. Okay, soll man hier mal den richtigen Benutzer hier auswählen, weil eigentlich existiere ich da drin. Ne, doch nicht mehr. Dann machen wir den leer. Speichern den und legen mal einfach jetzt tatsächlich einen neuen an, der auch noch existiert. Gehen wir hier auf Personal. Ich habe im Prinzip gleiches Schema, wo neuer Vertrag stand, steht jetzt neuer Mitarbeiter anlegen. So, dann nehmen wir hier mal die Jessica Davis. So. Davis. Personalnummer kann ich vergeben. So, Eintrittsdatum wird der 1.4. sein, Vorgesetzter. Ist meinetwegen Sandra Renz. Und dann kann ich sagen, ich möchte das jetzt anlegen. Und man sieht, das Schema ist im Prinzip identisch wie beim Vertragsmanagement. Kann dort eben sagen, ich möchte jetzt eben die ganzen Adressdaten pflegen, wie wir das gerade eben gesehen haben, E-Mail und so weiter, Geburtsdatum. Direkte Familienangehörige, Notfallkontakte, die Personalnummer wurde automatisiert vergeben. Ich kann auch, wenn ich die Personalakte physikalisch vorhalte, das gleiche machen wie beim Vertragsmanagement. Habe ich einen Firmenwagen, kann ich das Kfz-Kennzeichen hinterlegen, habe ich verschiedene Mandanten für die, die wir intern haben, kann ich das entsprechend zuweisen, Kontoverbindungen, Arbeitszeitregelungen und so weiter, welche Abteilung der entsprechende Benutzer ist. Also sprich, gibt es fachlich Verantwortliche und so weiter. Und das Thema Ein-Austritt, dafür gibt es einen extra Prozess, den Eintrittsprozess und den Austrittsprozess, also so, dass ich tatsächlich noch ein Offboarding machen kann. Ich kann natürlich das Bild erfassen über die Webcam. Ich kann einen Mitarbeiterausweis erstellen, da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten. Und ich kann Dokumente erzeugen.
und kann es hinterlegen. Was gibt es jetzt als Musterstruktur für so eine Personalakte? Worauf kann ich zugreifen? Da hat sich jeder schon sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, was ich tun kann. Zum einen das Thema Abwesenheit. Ich denke, da sind fast keine Wünsche offen, was einem einfällt, was man noch brauchen könnte. In Workshops zeigt sich, dass da gelegentlich eben nochmal Dinge zusätzlich gebraucht werden oder man sagt, okay, wir sind zu klein, gewisse Dinge brauchen wir nicht oder möchten wir zusammengefasst haben. Das kann man entsprechend machen. Was auch noch vorhanden ist, was ich jetzt aber aufgrund der Kürze der Zeit nur erwähnen werde, nicht zeigen werde, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter tatsächlich Änderungsanträge durchführen kann. Diese Änderungsanträge sind lizenzkostenneutral. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel umziehe, heirate, also Familienstand wechsle oder ähnliche Dinge habe, oder Krankenkassen wechsle, dann kann ich das über einen Änderungsantrag eben bei der Personalabteilung beantragen, um eben da das Ganze elektronisch abzubilden, was auch über dieses Launchpad, wie es genannt wird, stattfindet, ist auch tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, dass ich eine Einsicht in meine Personalakte beantragen will. Dann bekomme ich entsprechend bekommt die Personalabteilung die entsprechende Info, dass ein Mitarbeiter oder ein Vorgesetzter Einsichtnahme in die Personalakte beantragt. Die Personalabteilung muss dies dann entsprechend über einen Workflow freigeben. Das wird befristet freigegeben und in dem Zeitraum steht dann die Personalakte dem Mitarbeiter oder dem Vorgesetzten zur Verfügung. Und wenn dieser Zeitraum abgeschlossen ist, wird der Zugriff auf die Personalakte wieder geschlossen. Das sind so die Themen. Auch diese Strukturen, wie sie hier aufgebaut sind, diese Musterstrukturen lassen sich sehr leicht durch Konfiguration anpassen. Was auch nicht unspannend ist, ist die Thematik, dass ich hier auch die Möglichkeit habe, was wir gerade gesehen haben. Wir haben hier die Möglichkeit, auch Organigramme zu hinterlegen, die wir auch dann tatsächlich über ein eigenes Dashboard betrachten können. Auch hier die Personalakte hat entsprechende Dashboards und auch hier ganz viele Möglichkeiten, sich eben diese Dinge zentral anzuschauen. Das heißt, ich habe jetzt hier drei Organigramme hinterlegt, die man auch beliebig erweitern kann, die man mit Mitarbeitern versehen kann, wo man sich eben entsprechend anschauen kann, die man auch beliebig dann erweitern kann. Genauso ähnliches Dashboard wie beim Vertragsmanagement findet sich dann auch beispielsweise im Bereich Mitarbeiter, wo ich dann eben auch auf dieses Mitarbeiter-Dashboard analog beim Vertragsmanagement mir einen Überblick verschaffen kann. Ist analog aufgebaut, kann ich mir entsprechend anschauen, so wie ich das brauche. Gut. Und da haben wir auch unsere beiden Buttons gehabt für Personaldaten ändern und Personalakte einsehen. Da wir jetzt nur noch 3 Minuten haben, ist meine erste Frage, weil ich gerade das Panel nicht sehe, ob für irgendwelche Fragen eingegangen sind an die Moderation. Dann gucke ich mal kurz selber. Nein, wir haben keine Fragen bekommen. Okay. Dann würde ich Genau. auch tatsächlich sagen, wenn noch Fragen sind, kommen Sie auf uns zu. Und ich würde dann sagen, das ist dann, würde ich tatsächlich noch die 3 Minuten nutzen und einfach mal dieses Personaldaten ändern noch zeigen, Ja, sehr bevor gerne. wir dann quasi in die, bevor wir dann quasi abschließen. Na, das will ich nicht. Personaldaten ändern. So, dann habe ich hier einen Grund der Anfrage. Dann schreibe ich meinetwegen Umzug rein. Das ist ein Pflichtfeld, damit die Personalakte weiß, warum ich das jetzt mache, ob ich das jetzt aus Jux und Dollerei mache oder einfach so. Und kann das dann entsprechend sehen. Okay. Das war es dann aus meiner Sicht erstmal. Ich würde dann zum Ende kommen.
Besuchen Sie uns an unserem Messestand auf der DMITx und wünschen noch einen schönen Tag. Jetzt hätte ich noch eine Frage gerade bekommen, wenn Sie noch kurz Zeit haben. Und zwar fragt hier jemand, ob die Lösung denn auch DSGVO-konform ist. Ja, die ist vor allem deshalb auch DSGVO-konform, weil ich in ELO in jedem Element, ich mache das mal kurz auf einer Akte, tatsächlich zum einen hinterlegen kann den Personenbezug und Löschfristen. Also sprich, hier habe ich die Möglichkeit, immer einen Personenbezug zu hinterlegen, was wir jetzt in der Demo-Umgebung nicht gemacht haben. Und ich kann auch Löschfristen hinterlegen, bis wann Dokumente entfernt werden müssen. Ansonsten, da ich ELO selbst ja auch als Datenschutzmanagementsystem betreiben kann, sprich mir die komplette Datenschutzdokumentation hier halten kann, ja, das System entspricht natürlich bei korrekter Anwendung und organisatorischer Einrichtung der DSGVO. Super, vielen Dank, Herr Geiser. Dann sind wir durch. Keine Frage mehr? Nein, kloppt nichts mehr auf. Ich bedanke mich bei Ihnen für den spannenden Vortrag. Vielen Dank. Und dann wünsche ich jetzt allen noch einen schönen Nachmittag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.